Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen 31. Oktober 2020. Wir spielen ein bisschen Horrorspiele heute. Wobei das erste Spiel, naja, es ist ein Horrorspiel, es ist aber auch ein Nicht-Horrorspiel. Es ist ein normales Spiel, das aktuell ein Horror-Event hat. Wir spielen heute ein bisschen The Long Dark mit dem Event. Hier steht schon Escape the Dark Walker. Ich hoffe, Sound ist okay. Man hört alles. Und dann würde ich mal sagen, ich gucke mal kurz in den Chat, während die Krähen im Hintergrund. Wolkbier, hallo, Blausch, der Diesel ist auch schon da, der Chris ist auch schon da. Herzlich willkommen an euch alle. Wir spielen jetzt 2 Stunden The Long Dark und anschließend gibt es dann noch ein bisschen Layers of Fear. Und da schauen wir mal, wie lange wir dann noch ein bisschen spielen. Hallo Chipmunk. Genau. Gibt es sonst noch was zu machen? Ich habe echt jetzt gerade eben, bin ich noch jetzt rechtzeitig hergekommen, weil ich gerade schön meine VR-Kamera runtergeschmissen habe. Schön am Kabel hängen geblieben und richtig schön runtergedotzt. Keine Ahnung, ob es noch funktioniert oder nicht. Ich wollte nicht mehr nachschauen. Ich fange jetzt schon zu schwitzen an, deswegen. Wie wird das erst dann später beim Spielen? Okay, also wir spielen heute Escape the Dark Walker. Eine kleine Änderung im Spielsystem von The Long Dark. Wir müssen immer noch natürlich überleben, müssen uns mit Essen und Kleidung eindecken, müssen aber auch vor dem Dark Walker davon laufen. Ich habe selber noch keine Partie gespielt. Offenbar ist es so, dass man in einem Gebiet 30 Realminuten verbleiben kann, bis der Dark Walker kommt. Am Anfang irgendwie so 15 Minuten beim ersten. Und dann muss man das Gebiet verlassen, weil dann kommt so ein Nebel. Und der Dark Walker, ne, stürzt sich auf einen und man kann dem noch ein bisschen davonlaufen und so weiter, aber im Endeffekt irgendwann bekommt er einen. Und es geht quasi darum, jetzt zu überleben und von einem Gebiet ins nächste Gebiet zu reisen. Und es gibt dann auch wieder so ein paar so Abzeichen noch dafür, wenn man das jetzt hier macht. Es ist im Grunde ein wunderbares neues Halloween-Spiel oder ein neuer Spielmodus für The Long Dark. Da gab es ja die letzten Jahre immer den gleichen Modus, wo man einfach nur überleben musste. Und jetzt haben sie ein bisschen Abwechslung reingebracht. Finde ich fantastisch. Und ja, The Long Dark ist sowieso mein Lieblingsspiel. Es ist ein wunderbarer Einstieg jetzt heute in den Abend, bevor es dann mit Layers of Fear richtig, richtig gruselig wird. Und ja, ein bisschen schön zum Reinkommen. Und dann kriegen wir das schon hin, auch später noch. Ohne, dass wir die Hosen wechseln müssen. Gut, dann legen wir mal los, oder? Damit wir nicht viel Zeit verlieren hier. Bei mir ist es sehr laut momentan. Ich glaube, der Sound sollte aber noch passen, oder? Weil da habe ich nichts umgestellt seit den letzten Aufnahmen. Moment, ich muss noch mal kurz raustappen. So. Der Diesel hat heute nicht viel Hosen zum Wechseln da. Das ist blöd. Ja, ich hoffe, das Klo ist in der Nähe dann. Gut, also dann gehen wir mal rein, wir machen ein neues Spiel. Wir starten in der Gebirgsstadt. Einfach aus dem Grund, weil in der Gebirgsstadt wie immer am meisten zu plündern ist in einer kurzen Zeit. Und dann würde ich sagen, werden wir runterlaufen Richtung Rätselsee. Ich weiß ja überhaupt noch nicht, wie weit wir überhaupt kommen. Ne? Also ich habe keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Ich habe ein kurzes Teaser-Video gesehen von den Entwicklern von The Long Dark an sich. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, wie das dann abläuft. Und deswegen lasse ich mich mal überraschen. Es kann durchaus sein, dass wir, keine Ahnung, gar nicht zum nächsten Gebiet vorstoßen können. Schwierigkeitsgrad ist, soweit ich gesehen habe, Reisender. Also ein etwas leichterer Schwierigkeitsgrad, den wir bisher immer gespielt haben. Wir haben ja bisher immer auf Stalker gespielt und Reisender ist eine Stufe vorher. Das heißt, es gibt ein bisschen mehr an Items, ein bisschen mehr Klamotten und so Zeug. Ja, aber das ist bei den Herausforderungen ist es immer so. Ja, damit man die auch unter normalen Bedingungen, damit du kein Superprofi sein musst, damit du die irgendwie mal ein bisschen spielen kannst. So, der Dark Walker jagt dich, wenn er dich berührt, stirbst du. Grünes Feuer bietet dir Schutz, male Glyphen, um so lange wie möglich zu überleben. Die Sprühdosen wurden ja mit dem letzten oder vorletzten Patch eingeführt. Und die werden hier jetzt dafür benutzt, damit man hier so Zeichen noch auf den Boden oder wohin auch immer sprühen kann und sich hier ein bisschen Luft verschaffen kann. Ah, ich habe einen Kratzen im Hals. Moment.
ein horrormäßiges Kratzen habe ich im Hals. Und diese drei Zeichen hier, die können wir machen. Und einmal den Darkwalker anlocken, vielleicht zu irgendeiner anderen Position locken oder so. Dann eine sichere Zone machen für 15 Minuten, was auch immer das heißt, und den Nebel verlangsamen. Ob und wie das funktioniert, schauen wir einfach mal und werden uns überraschen lassen. Wir werden bestimmt, denke ich mal, auch mehrmals neu starten müssen, bevor hier irgendwie vielleicht ein bisschen Fortschritt erzielt werden kann. Okay, wenn ihr alle bereit seid, dann geht's jetzt los. Ich drücke auf eine beliebige Taste. Heute ist mal die K-Taste. Ankunft des Dark Walkers. 15 Minuten haben wir Zeit. Wir starten hier an einem wunderschönen Feuer und ich packe erstmal alles hier ein, was hier um das Feuer herum liegt. Macht Glyphen und ihr Anwendungsbereich, das haben wir gerade gelesen schon. Und hope I can still eat this. Dann schauen wir mal, was wir alles hier uns mitnehmen können. Es gibt eine Karte, wir müssen also nichts kartografieren und wir müssen hier runter, Region Milton verlassen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Pfeil ist hier. Hier unten ist ein Lagerfeuer, da würde ich aber auch noch ganz gerne runtergehen dann. Okay, wir gehen erstmal Richtung Stadt, ich werde mal ein bisschen laufen. Es ist dunkel, wir haben die ersten 24 Stunden haben wir Schutz vor wildem Getier, also so Wölfe und so weiter, sind hier erstmal nicht unterwegs, was schon mal ganz gut ist. Und was wir jetzt machen ist, ich lasse mal die Häuser jetzt erstmal links liegen. Wir konzentrieren uns nur auf die größeren Häuser und werden mal schauen, dass wir die noch ganz schnell durchplündern. Die Zeit ist wirklich sehr begrenzt. Ich weiß nicht, ob nach den 13 Minuten jetzt gleich dann der Darkwalker vor der Türe steht. Oder ob der irgendwo erst vom Norden her runterlaufen muss. Sich vielleicht ein bisschen schwer tut, durch den ganzen Schnee zu stapfen. Deswegen müssen wir das jetzt einfach auf uns zukommen lassen. Aber ich würde halt jetzt ganz gern einmal hier das Haus der Oma wieder plündern. Sehr schön, hier ist schon mal ein Beil. Und unten das Haus würde ich auch noch gern plündern, dass hier die... Ne, das ist auch so ein großes Haus. Ja, ihr wisst ja eh, was ich meine. Ihr kennt das Spiel ja. So, wir brauchen mal kurz ein entsprechendes Leuchtgerät. Und dann werden wir alles plündern und werden uns dann mal, keine Ahnung, Richtung Süden oder so, Richtung Osten. Nee, durchschlagen. Vielleicht können wir ja mit den Glyphen dann nochmal etwas Zeit gewinnen. Kann ja durchaus sein. Oh, und was ich auch noch mitbekommen habe, ist, wenn der dann irgendwie ankommt oder so, dann ist auch das ganze Essen kaputt. Also der macht dann das Essen, das wir im Inventar haben, kaputt. Was natürlich sehr schade ist. Und den Topf nehmen wir auch mit. Deswegen müssen wir uns wahrscheinlich vorher noch schön den Wanst vollschlagen, aber... So... Aber, das werden wir einfach mal ausprobieren. So, bitte mit Spoilern noch ein bisschen zurückhalten. Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dann nicht spoilern, bitteschön. Ich möchte es komplett alleine erstmal ein bisschen hier erkunden. Wenn ihr seht, dass ich was komplett falsch mache, wie jetzt zum Beispiel hier Queen mir gerade schreibt, lieber das grüne Feuer suchen. Dann könnt ihr das schon reinschreiben, aber ansonsten bitte zurückhalten oder auch geh hierhin, geh dahin. Ja, hier bitte ein bisschen zurückhalten. Damit wir das einfach mal so genießen können, als wüssten wir von nichts. Ich weiß ja auch von nichts. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit hier, was da liegt. So, wir haben noch 10 Minuten. Auch ob jetzt der Darkwalker gleich kommt oder nicht gleich kommt, ne, wir wollen uns einfach überraschen lassen. Das ist das Ziel. So, ein bisschen zu trinken will ich auf alle Fälle mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Und dann werden wir mal runterspurten zum Feuer, wo auch immer das ist. Das muss irgendwo unten sein. Wurzelvernichter brauchen wir nicht. Hier ist noch irgendwas zum Anziehen.
Normalerweise haben wir ja genügend Zeug, was wir hier finden. Bezüglich der... War das eine Skihose, die ich gerade weggeschmissen habe? Nee, Cheats. Normalerweise auf Reisen, da haben wir ja eigentlich genügend Zeug. Es ist auch nicht ganz so kalt, glaube ich. Von daher sollte das schon in Ordnung gehen. Ich soll erklären, was der Darkwalker ist. Ich habe keine Ahnung, was der Darkwalker ist. Er ist ein Bösewicht, ein Schurke, der es offenbar auf uns Reisenden abgesehen hat. Und wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Oh, da unten sehen wir schon ein Feuer hier. Das ist sehr schön, dass man das von der Ferne sieht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Er macht halt Jagd auf uns, wie jetzt im Film Halloween the Jason zum Beispiel auf alle anderen. Vielleicht, weil er einfach Bock hat. Und dann müssen wir mal schauen, wenn wir hier unten ankommen, wie wir dann wieder hochkommen hier. Ohne dass uns der komische Darkwalker dann erwischt. Wir müssen ihn dann wahrscheinlich irgendwie weglocken. Ich weiß es nicht. Na gut. Wir schauen einfach mal, was jetzt dann passiert nach 9 Minuten. Ich nehme meine Hobbit-Beine in die Hand. Sehr schön. In die Hose. Aber ich kann halt nicht so viel laufen. Ich bin ein alter Mann. Die alten Männer können nicht mehr so gut laufen. Wie die jungen Hüpfer. Deswegen. So. Vielleicht auch das ein oder andere Stöckchen noch mitnehmen, damit wir Feuer machen können. Ich wollte eigentlich jetzt in den Bauernhof auch noch rein, um den ein bisschen zu plündern. Aber die Zeit ist schon echt knapp. Also was wir jetzt machen, ist, wir müssen jetzt erstmal zum Feuer und dann gehen wir gleich... Habe ich hier bereits den Wolf gehört? Eigentlich sollten wir noch relativ sicher sein, was Wölfe betrifft. Die ersten Stündchen. Und dann geht es Richtung Osten, wo wir uns dann abseilen müssen. Und dort müssen wir dann entsprechend... Ja, noch auf das Gewicht aufpassen und so weiter. Aber dann vielleicht auch mal gucken, ob wir... Was ist denn dieses Feuer jetzt hier? Bin ich schon vorbeigelaufen. Oben ist es irgendwo. So. Es setzt einen auf alle Fälle schon mal schön unter Stress hier, die ganze Zeit den Countdown da oben zu sehen. Hinter mir. Hä? Oh nein. Jetzt kann ich nicht mehr hoch. Jetzt kann ich hier nicht mehr hoch. So, wir gucken mal. Wieso ist denn hier drüben? Da bin ich ja komplett daran vorbeigelaufen. Und diese Uhrzeit, eine Verfolgungsjagd, dass der da startet, das ist echt unerhört. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat, der Darkwalker. Ich finde es auch unerhört. Vor allem, dass er wirklich so kurzfristig sich angekündigt hat. Ist schon echt eine Hausnummer. So. Müssen wir gleich mal ausprobieren, wie das mit den Spraydosen funktioniert. Ich habe im normalen Spiel noch keine einzige Spraydose verwendet. So, Text lesen. Tot und träumend. Mein einziger Freund ist der gesichtslose Mond, der einfach nicht wegschaut. Auf Ganymed gibt es keinen Sonnenaufgang. Okay. So, Feuerstahl nehme ich mal mit. Das nehme ich auch mit. Ahornsirup nehme ich auch mit. Oh, den Pischerpullover nehmen wir auch mit. Und das Lagerfeuer, ja, können wir hier lassen wahrscheinlich. Okay, schnell zurück. Wie ist denn das dann eigentlich, wie ist das denn dann eigentlich mit dem Schlafen, ne? Ich meine, es sind 30 Realminuten, die man dann nutzen kann in einer Zone. Das heißt aber, ich kann ja trotzdem dann wahrscheinlich schlafen und kann dann, ja, schlafen ist dann nach ein paar Sekunden vorbei und dann geht es ganz normal weiter. Alles andere wäre ja Quatsch. Dann könnte ich ja nur eine Viertelstunde schlafen oder so. So, 6 Minuten. Bin mal gespannt. Tod durch Sturz wäre ein Fail. Das wäre in der Tat schade, aber kann natürlich, wenn man gerade jetzt hier so im Stress ist, kann das natürlich durchaus sein. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, also ich bin sehr froh, dass hier mal was Neues kommt, nachdem jetzt die letzten Jahre immer das gleiche Event
das gleiche Halloween-Event bei The Long Dark war. Frieren wir aktuell eigentlich? Ein bisschen. Ja, wir haben jetzt auch noch nicht geguckt, ob wir bessere Klamotten haben. Haben wir wahrscheinlich auch. Also da bin ich schon froh. Und ich hoffe, dass das jetzt hier auch ein schönes Event wird und nicht zu stressig. Ich mag es eigentlich nicht, wenn man so mit dem Countdown irgendwie so gezwungen wird, ständig irgendwas machen zu müssen. Ich will immer meine Ruhe haben. Aber wir gucken mal, wie sich das jetzt auswirkt. Wenn wir eine halbe Stunde wieder haben an Zeit, dann kann man auch wieder mal schön durchatmen. Und vor allem vielleicht auch mal ein nicht den Fuß brechen. Vor allem dann wieder mal ein bisschen gucken, dass wir unsere Klamotten wieder ausbessern und so weiter. Das geht dann schon. So. Wir bräuchten auch unbedingt noch irgendwie so eine Waffe. Bin ich eigentlich noch richtig hier? Wir müssen irgendwo hier rüberkommen. Ah, wir sind, glaube ich, schon auf halbem Weg. Aber nicht so wirklich. Noch nicht so richtig. Du kannst schlafen, aber ist es sicher? Das ist die Frage. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ich weiß es nicht. Oh, das Zeug nehme ich auch gleich mal mit. 4 Minuten noch. Und dann stellt sich raus, ob wir nochmal von vorne anfangen müssen. Oder ob wir was Neues, ob wir hier sicher sind. Und dem Dark Walker ein Schnippchen schlagen. Wir sind schon sehr müde. Und wir eigentlich, ich hoffe, wir haben einen entsprechenden Schlafsack auch mit dabei. So, hier geht's hoch, oder? Wenn ich mich nicht täusche, genau da oben ist die Hütte. Hi Christian. Es ist schon ein bisschen stressig jetzt, das muss man schon sagen. So Sound und so passt alles, oder? Ihr sagt das schon, wenn ihr mal, wenn es zu dunkel ist oder wenn kein Sound da ist oder leiser Sound da ist, dann meldet ihr euch schon. So, haben wir hier was drinnen, was wir brauchen können. Oh, vielleicht noch ein bisschen Zeitung mitnehmen. Schusswaffenputzset. Ein Gewehr wäre ganz nett. Ein Gewehr wäre echt toll. So, okay. Sind wir denn schon überladen aktuell? Wir haben gerade mal 29 Kilo, oder? Nee, Quatsch. 20 Kilo haben wir gerade mal. Da können wir ja noch schön looten. Der kann doch sowieso, ne? Wir werden uns jetzt hier vorne abseilen. Oh, jetzt wird's kalt. Jetzt wird's sehr kalt. Jetzt wird's aber richtig kalt. Wir müssen Richtung Höhle marschieren jetzt. Der kann uns doch sowieso nicht folgen. Der Dark Walker kann dieses Seil nicht benutzen. Hey, Flosen. Kaffee oder Tee? Schnaps. Es ist Kaffee. Das heißt Dark Walker, nicht Dark Climber. Okay. Sehr schön. 2 Minuten noch. Ich würde mir jetzt mal kurz meine Puste noch aufsparen. Wenn er jetzt kommt. Oh, ich wollte noch kurz testen wegen der komischen Spraydose. Die hier irgendwo sein muss. Wenn wir die verwenden. Ah, okay, dann müssen wir ein Zeichen auswählen. Anlocken, vertreiben, Nebel auflösen. Okay, wir behalten die mal in der Hand und werden ihm direkt ins Gesicht sprühen. Oh Gott. Jetzt legt er die einfach weg. Also, es ist sehr kalt mittlerweile. Es ist übrigens koffeinfreier Kaffee. Nicht, dass das bei mir jetzt irgendwie einen Unterschied macht. Ich kann auch abends Koffein Kaffee trinken ist überhaupt kein Problem. I'm so cold. I'm es ist überhaupt kein Problem, aber ich trinke immer ganz gern koffeinfreien Kaffee, weil der meinem Magen etwas besser tut. So, jetzt ist hier natürlich schon relativ
wenig zu sehen hier momentan. Oh Gott. Das heißt, irgendwo muss hier vorne das Seil nach oben sein. Wir sind jetzt schon sehr, sehr müde. Ich hoffe, wir kommen noch irgendwie hoch jetzt. Ohne, dass wir dann abstürzen. 30 Sekunden noch. So, da ist das Seil. Wir bleiben einfach auf dem Seil hängen. Da kann er uns nichts tun dann. So, wir müssen ein bisschen uns jetzt nochmal erholen hier. So, kurz die Sprühdose nochmal. Vertreiben wahrscheinlich, ne? Ne, gut. Also, jetzt ist er nicht da. Wir klettern mal hoch jetzt. Kann ich das Haar weglegen? Wir klettern mal hoch. So. Der Dark Walker ist eine Entität. Man weiß nicht, was er alles kann. Wieso ist denn meine... Oh Gott, wir stürzen gleich ab, Leute. Oh, nein. Das ist natürlich jetzt etwas doof hier. Oh. Haben wir noch irgendwas, was wir... Nee, wir können ja jetzt keine Notfallspitze oder so nehmen. Ich muss wieder runter. Es hilft ja alles nichts. I feel like I'm gonna die. Oh Gott. I'd lay down right here if I thought I'd ever. Ja, da können wir gleich nochmal neu anfangen, Leute. Es gibt hier drüben irgendwo eine Höhle, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir haben ja nichts, um uns jetzt hier irgendwie. Da können wir doch nichts machen jetzt, oder? Wir können uns nicht behandeln. Haben wir denn irgendwie Zeug dabei? Wir gehen mal kurz in die Höhle. Jetzt wartet er bis er oben und... Ja, er musste gar nicht oben warten, damit wir vor Schreck loslassen. Nee, das musste er nicht. Wir waren einfach schon zu müde. Ich darf nicht ständig sprinten. Das ist das Wichtige. Na gut. Wir können momentan nichts machen. Ich komme hier nicht raus aus dem Tal. Deswegen gehen wir mal in diese Höhle und schauen mal, ob wir dort ein Dark Walker Abwehrspray finden. Okay, ich muss weg. Moment, Moment. Erstmal hier verwenden. Vertreiben. So. Vertreiben. Okay, er bleibt bei 182 Meter. Das ist schon mal gut. Und er... Tut mir ein bisschen ins Ohr säuseln. Ich hoffe, ich höre das. Das ist, bei mir ist aktuell sehr laut. So, wir müssen uns mal kurz behandeln jetzt. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, wenn wir noch ganz kurz ein bisschen rasten. Aber die Chancen stehen aktuell sehr schlecht. No. So, wir haben Verstauungsrisiko, Schmerzen. Wir haben leider kein Schmerzmittel. Wir legen uns jetzt einfach mal in den Schlafsack. Können wir noch was essen und trinken vorher? Kommen wir jetzt einfach mal alles rein, was hier so da ist. Und wir ziehen uns noch ganz schnell. Nein, nein, alles gut, alles gut. Das ist wie das Schnurren einer Katze. Das ist positiv gemeint. Es wird nur falsch interpretiert. So, wir legen die Sachen mal ab. Und wir legen das hier ab. Das ist alles in Ordnung. Überhaupt kein Problem. What is that thing? So. Okay.
Alles andere wird einfach mal abgelegt. Brauchen wir nicht mehr. Und ganz schön viel Zeug jetzt mit dabei. Okay. Jetzt. Was ist das? 15 Minuten. What the hell was that? Wir werden jetzt mal kurz ein bisschen schlafen, während er uns in den Schlaf grunzt. 10 Stunden. Gefühlt minus 4 Grad jetzt hier. Wir müssten wahrscheinlich, vielleicht wenn wir mal kurz hier zurückgehen. Es ist sehr dunkel für euch, ich weiß. Aber wir legen uns jetzt einfach mal ein bisschen schlafen hier. So. Ausruhen bei Panik nicht möglich. Okay. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt kann ich ja nichts mehr machen, Leute. This is like something out of a horror movie. Naja, er kommt jetzt noch, weil hier das Zeichen hier vorne ist. Das ist natürlich jetzt doof. Ich kann... Habe ich irgendwas, was wir noch verwenden können? Ich könnte sterben, ja. Wir könnten mal eine Tasse Kaffee trinken, aber das, selbst das wird uns nichts helfen. So. Hey, Mr. Fierce, Dankeschön für den Raid. Vielen Dank. Dankeschön. Alerts sind heute ausgeschaltet. Ich habe keinen Durst. Ja, das reicht nicht. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir werden uns mal hier kurz fangen lassen. Und dann schauen wir uns das mal an, was jetzt hier so los ist. Ach, hier ist die Panik geheilt. Hier vorne. Aber jetzt kommt er. Okay, dann gucken wir uns das mal an, was da jetzt passiert. Und das heißt, wir haben jetzt quasi zwei Countdowns. Wir haben den einen mit Dark Walker und wir haben aber links unten den komischen Nebel noch. Genau, Mr. Fierce. Alerts sind heute ausgeschaltet. What is that thing? Und deswegen, ja. Da schauen wir jetzt einfach mal, was da passiert. Wenn er sich mal beeilen könnte. Ich glaube ja, dass man den gar nicht sieht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man sieht ihn nicht. Wir können auf alle Fälle, wenn wir normal gehen, wie man hier sieht. Also der Schnellste ist er jetzt nicht. Der Schnellste ist er nicht. Wenn wir normal gehen, können wir ihm entgehen. Aber wir können ihm auch entgegengehen. Und man hört ihn auch schön, ne, ob er jetzt rechts ist oder links ist. Er muss irgendwo da oben stehen. Und er sollte eigentlich hier runterspringen. Naja, alles gut. Ach, das sind seine Schütte. Wir haben ein Angstleiden momentan. Aber sehen tun wir den nicht, oder? Ach, da sind die! Da ist er! Da sind die Schritte! Oh mein Gott! Okay. Ja, jetzt hat er mich. So, der Dark Walker hat dich verschlungen. Bisschen unspektakulär, die ganze Sache. Überlebensrekord 23 Minuten. Wir versuchen es nochmal. Und diesmal mit der Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben. Nicht mehr so viel laufen. Und wir lassen mal das Haus der Oma. Das lassen wir mal links liegen. Sachen mitnehmen. Juckt meine Nase mal wieder. So. Okay. Also das Haus der Oma lassen wir links liegen. Die Teile hier, die nehme ich gleich mit.
Das ganze Sprinten war jetzt das, was uns quasi das Genick gebrochen hat. Es war nicht der Darkwalker. Es war unsere Sprinterei. Auf der anderen Seite müssen wir halt auch ein bisschen sprinten, weil wir halt nur eine Viertelstunde haben. Aber wir haben eigentlich gesehen, dass wir ihn noch relativ gut ausmanövrieren können. Also das geht schon. Ich glaube, beim Nebel ist es nicht so einfach. Und das Zeichen, das wirkt ja auch nur lokal. Das heißt, wenn wir das nutzen, dann wahrscheinlich wirklich, um irgendwie, um einfach mal ein bisschen Verschnaufpause zu haben. Aber ansonsten, ansonsten haben wir hier eigentlich nur die Möglichkeit, dann wegzulaufen. Rekord ist Rekord, da hast du recht. Sehr schön. Hey Yoshi. Aber wir wissen jetzt, wo wir ungefähr hin müssen. Es gibt ein so ein Achievement, beziehungsweise halt so ein Abzeichen dann, wenn du irgendwie 6 oder 7 so Nachrichten gefunden hast. Solche Nachrichten, die wir da vorne beim Lagerfeuer gefunden haben. Und dann ist doch eigentlich, also mein Ansatz ist doch dann, hey, wieso gehe ich nicht einfach nur von Region zu Region und gehe dann einfach nur zum Lagerfeuer? Also da, das wäre jetzt einfach mal mein Ansatz, dass wir das so machen. Wir müssen natürlich trotzdem irgendwie schauen, dass wir was zu essen und zu trinken finden. Gerade so ein Klo oder so wäre schon ganz gut, ein bisschen Wasser. Das wäre schon ganz okay. Aber ansonsten, na gut, wir schauen mal. In der nächsten Region müssten es auf alle Fälle 30 Minuten sein. Soweit ich das noch weiß. Und dann kann man das etwas entspannter angehen. 30 Minuten, dann noch 15 Minuten für den Nebel. Aber dann musst du halt wirklich auch auf, also die ganze Zeit musst du dann halt unterwegs sein. Ne? Du musst immer ständig laufen. So, es wird wieder etwas kälter. Ich weiß gar nicht, ob die Kälte auch was damit zu tun hat, wenn der Darkwalker kommt. Könnte vielleicht sogar sein, ne, dass es kälter wird, wenn der kommt, aber da bin ich mir nicht sicher. Ich würde so gerne hier noch plündern, alles. Oh, was ich auch gelesen habe, wenn der Darkwalker kommt, dann sterben auch alle Tiere hier in der Region. So, 11 Minuten noch. Ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit jetzt. Es ist eine Modifikation, aber vom Hersteller. Also der hat da so ein Event jetzt gemacht für Halloween. Vom Entwickler. So. Hab das Gefühl, da ist immer das Gleiche drin, überall. In jedem Lagerfeuer. Wir ziehen jetzt gleich mal den Pullover an, weil uns doch ein bisschen wahrscheinlich auch friert. Leider keine Leiche jetzt diesmal hier. Also erstmal gehen wir aus dieser Region raus. Wir brauchen die halbe Stunde, um dann wahrscheinlich im Rätselsee einfach ein bisschen. Ja, wir kommen dort raus beim alten Mann, beim Jäger. Und dann schauen wir mal auf der Karte, wo das Feuer ist. Und so in die Richtung müssen wir dann laufen. Und vielleicht das ein oder andere Gebäude mal kurz mitnehmen. Nur ganz kurz. Einfach vielleicht die Sachen, die so offen herumstehen, mitnehmen. Weil wenn du in den ganzen Schubladen und Kisten und so weiter nachguckst, das dauert halt immer auch, bis du dann letztendlich das alles eröffnest. Und die Zeit haben wir wahrscheinlich nicht. Darkwalker klingt wie Nightwalker aus in Game of Thrones.
Hat von euch jemand schon die Challenge jetzt hier gespielt mit... Ich laufe jetzt doch ein bisschen schneller, weil ich habe ein bisschen Panik, dass der kommt. Die Challenge hier mit The Long Dark. Der Queen hat es bestimmt schon gespielt. Weil der hatte mir ja schon einen Tipp gegeben. Aber wahrscheinlich wird der Großteil von euch ja The Long Dark gar nicht spielen, könnt ihr mir vorstellen. Was ich sehr schade finde, weil es ein fantastisches Spiel ist, das ich jedem nur anrate, auch mal auszuprobieren. Es dauert vielleicht ein bisschen, bis man sich reinfindet, bis der Funken überspringt. Aber das ist ja bei Crusader Kings oder EO4 oder so, da ist es ja genauso. Ne? So, sollen wir noch ein bisschen was zu essen hier rausnehmen? Ist da was drinnen? Ich habe ja jetzt leider die Axt nicht mitgenommen. Ich habe leider die Axt nicht mitgenommen, die wir wahrscheinlich bei der Oma eigentlich gehabt hätten. So, wir halten uns mal ein bisschen rechts hier. Nee. Sicke liebt das Spiel, kommt aber wenig zum Spielen. Tja, das ist das große Problem, das man hier immer hat. Der Tag hat einfach viel zu wenig Stunden. Das ist das Problem. Ich nehme jetzt mal diese Lackporlinge auch mit. Nur für den Fall, dass wir hier nichts finden. Aber ich glaube fast nicht, dass wir jetzt hier anfangen, irgendwie Tee zu kochen. Kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Wir müssen erstmal aus dieser Region raus. Und wir brauchen auch irgendwoher, brauchen wir noch eine Waffe, ne? Weil wenn dann in 24 Stunden die Wölfe kommen und wir keine Waffe haben, dann haben wir ein Problem. So, das sollte erstmal reichen. Der Tag hat nicht zu wenig Stunden, wir arbeiten nur zu viel. Ganz ehrlich, ich glaube, selbst wenn du nicht arbeiten würdest, den ganzen Tag, wenn du dir das leisten kannst, nicht arbeitest, dann selbst dann hätte der Tag noch zu wenig Stunden, um alles zu spielen, was du möchtest. Das geht einfach nicht mehr. Mittlerweile gibt es so viele Spiele, die wöchentlich, täglich, wöchentlich erscheinen. So, etwas zu trinken. Leider nur eine Dose hier. Ein gefrorener Mann. That'll come in handy. T-Shirt. Oh, Arbeiterstiefel. So, ich glaube, dass das jetzt, ja. Mehr machen wir nicht. Wir ziehen uns noch ganz kurz die Sachen an. Stiefel, Arbeiterstiefel sind bestimmt besser. Die werden abgelegt. Müssen noch irgendwas anders anziehen. T-Shirt können wir ablegen, brauchen wir nicht. So. Und dann kommt jetzt hier Versuch Nummer 2, dass wir auf der anderen Seite hochkommen. Rein energiemäßig müsste es jetzt ein bisschen besser gehen. Ich habe jetzt noch 3/4 unserer Energie. Ich denke, wir brauchen ein bisschen Energie zum Runterklettern, aber ansonsten sollte das erstmal reichen. Vor dem Hochklettern werden wir noch ganz schnell einen Kaffee schlürfen. Der gibt uns auch nochmal etwas Energie. Und da wir noch 5 Minuten haben, würde ich jetzt sogar sagen, wir gehen noch ganz kurz in die Höhle, um die noch schnell zu plündern. Weil anstatt einer 40-Stunden-Woche eine 30-Stunden-Woche zu haben, macht schon viel aus. Ja, 10 Stunden halt. Oh, der Tollfuß ist ja Meisterrechner. So, die Höhle brauchen wir.
wartet denn? Unten. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo da die neue Region dann beginnt. Wo ist denn die Höhle? Goddammit. Ich habe die Höhle irgendwie verpasst. Bin ich die... Na gut, ich werde das jetzt nicht mehr riskieren. Wir gehen jetzt hier rüber. Weil man hat ja auch so Zwischenübergänge zwischen den einzelnen Regionen. Ich habe mich komplett verlaufen, jetzt habe ich das Gefühl. Zwischen den einzelnen Regionen gibt es so Übergänge, kartenmäßig. Und da bin ich mal gespannt, ob wir dann dort auch eine halbe Stunde wieder haben. Oder wie das dann abläuft. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich habe mich irgendwie verlaufen. Ah, da vorne. Okay, alles gut. Ich habe mich natürlich nicht verlaufen. Alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. 3 Minuten noch. Wir schlürfen schnell einen Kaffee. So. Und los geht's. Voller Elan steigen wir hier hoch. Sind momentan ein bisschen angefroren. Die Frage ist, ob wir vielleicht in den Zwischenübergang dann ein Feuer machen können. Oder ob wir warten, bis wir bei der Jägerhütte sind. Ich glaube, in der Jägerhütte gibt es sogar eine Wahrscheinlichkeit, ein Gewehr zu finden. So, jetzt nur dich runterfallen hier. Ich finde die Atmosphäre ist einfach so toll. Also jetzt unabhängig auch von Halloween. Es ist einfach so wunderschön. Gibt sehr wenig Spiele, die so die Einsamkeit hier, so den Überlebensdrang auch ein bisschen so repräsentieren wie The Long Dark. Fantastisch. Ich glaube, jetzt wird es dann nochmal ein bisschen laut, weil, wenn mich nicht alles täuscht, ist hier ein Wasserfall oben. Ich kann ihn sogar schon ein bisschen hören. So, da wird sich aber der Dark Walker jetzt ein bisschen doof umgucken, wenn wir plötzlich nicht mehr da sind. Ein Mann verläuft sich nicht, er geht nur einen anderen Weg, natürlich. Zitat Twitch-Chat. So. Oh, die Rohrkolben, die lasse ich mir mal eben nicht entgehen. Die sind sehr nahrhaft und sehr leicht zu tragen auch. So, wir brauchen die Lampe dann, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hinlaufen muss. Aber vielleicht haben wir hier im Zwischenübergang dann auch eine Karte. Aber wir müssen immer jetzt ständig in Bewegung bleiben, wenn der uns jetzt nachläuft. Wenn die 30 Minuten aber dann schon gelten, wenn wir hier in der Höhle sind, dann können wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ein bisschen ruhiger. Hey Marv. So, auf geht's. Was passiert? Wir verlassen die Region. Normalerweise müsste jetzt die 30 Minuten wieder beginnen, oder? So. Wir haben keinen Countdown. Aktuell. Kann ich mir das irgendwo anzeigen lassen, ob der jetzt aktuell noch verbleibende Dauer 20... Nee, das ist für die...
Also wenn das von euch jemand weiß, ob man sich das noch irgendwie anzeigen lassen kann. So, wir können jetzt auch mal ein bisschen sprinten. Jetzt ist es nicht ganz so dramatisch. Ein bisschen Kohle auf dem Weg mitnehmen. Wäre eventuell nicht schlecht. Jetzt, ich habe das Gefühl, dass jetzt hier die 30 Minuten wieder von vorne beginnen. Wir nehmen mal zwei so oder drei so Kohlestücke mit. Das soll aber auch reichen. Mehr will ich nicht mitnehmen. Oder es gilt hier drinnen gar nicht, dass man hier, aber das wäre ja fast schon gecheatet. Das wäre dann fast schon gecheatet, wenn du hier einfach durchlaufen könntest. Und der Darkwalker kommt hier gar nicht rein. Dann könntest du dich hier wieder schön auffüllen. Also wenn das einer von euch im Chat weiß, dann schreibt mir das mal kurz in den Chat. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil unsere... Ah, sind wir schon da? Ah, wir sind schon da. Ich dachte, weil unsere Lampe jetzt hier langsam zur Neige geht. Ne, wir sind noch nicht da. Also offenbar weiß es niemand im Chat. Dann hilft nur, alles auszuprobieren. So, links rum, rechts rum, ich weiß es nicht mehr. Wir haben leider keine Karte hier drin. Das sieht vielversprechend aus. Sehr schön, da ist der Ausgang. Können wir gleich mal wieder Lampe sparen. So, da stand jetzt gerade irgendwas von 0 Sekunden. Wo ist das Feuer? Das Feuer ist hier vorne. Wir werden hier dann den Rätselsee verlassen, denke ich mal. Oder wir gehen hier rein. Ah, ist schwierig. Wenn wir hier reingehen, wir müssen zu hier hochgehen. Ah, schwierig, 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 schwierig. Wir können, soweit ich weiß, zu einer Region zurücklaufen. Allerdings halt ist der Timer dann immer noch das Problem. Hm? Hm, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen mal ganz kurz hier in das Häuschen. Und wärmen uns auf und dann gehen wir nach Süden runter. Weil dann haben wir dort auch nochmal eine Umgebung. Und wir brauchen ja diese komischen Zettel von den Lagerfeuern. So, es wäre fantastisch, wenn hier drinnen ein Gewehr wäre. So, erstmal ein bisschen Erste Hilfe. Das können wir gut gebrauchen. Den Safe spare ich mir jetzt. Energy Drink, sehr schön. Also es gibt richtig viel Zeug immer bei diesem Schwierigkeitsgrad. Dosenöffner sparen wir uns. Zwei Dosenöffner hat er hier gelagert, der alte Mann. So. Leider auch kein Messer oder sowas, ne? Auch nichts da. Das können wir mal mitnehmen noch. Dann machen wir uns kurz. Wir wärmen uns kurz auf, oder? Beziehungsweise wir legen uns einfach mal kurz ins Bett, wenn ich es finde. Und wir schlafen mal für ein paar Stündchen. Oh, haben wir jetzt einen. Ich hoffe, wir haben keinen Sturm draußen. Und jetzt ziehen wir... Oh, ich habe den Schrank vergessen. Den wir nicht öffnen können, weil wir kein Brecheisen haben. Und dann gehen wir raus und gehen dann nach Süden. Hä? Hä? Wieso ist der schon da jetzt? Ich höre ihn grunzen. Hä? No. Moment, 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 Moment. So war das jetzt hier aber nicht ausgemacht. Hä? Wieso ist denn der jetzt plötzlich hier? In der Region? Okay, wir verziehen uns jetzt mal, Leute. Das checke ich jetzt momentan nicht, wieso der jetzt hier plötzlich in der Region auftaucht. Wir sollten eigentlich...
Wir sollten eigentlich 30 Minuten jetzt hier haben. Kann mir das einer erklären? Was da los ist? Jetzt komme ich hier nicht hoch. Mach mich schwach. Oder ich hab das Prinzip irgendwie nicht verstanden. Weil das kann. Aber wieso? Ich hab doch... Der Sinn davon ist doch, dass ich von Region zu Region wandere. Und ich bin jetzt in der neuen Region. Und in der neuen Region müssen noch standardmäßig wieder die 30 Minuten, 30 Sekunden, doch nicht 30 Minuten gelten. Das verwirrt mich ein bisschen jetzt. Und wirft mein ganzes Konzept über den Haufen irgendwie. Na gut. Es ist seltsam, aber okay. Was heißt aber er halt auch? Er geht natürlich auch von Region zu Region, aber meine Meinung war, dass er natürlich 30 Minuten jetzt hier braucht, bis er in dieser Region ankommt, weil er halt so langsam dahin schlurft. Aber der ist jetzt instant auf einmal da hier. Na gut, wir werden das mal beobachten und uns gegebenenfalls bei der Dark Walker Leitung beschweren. Weil so geht das ja nun wirklich nicht. Wie das hier funktioniert. Er cheatet, das ist genauso. Ja, wir haben es auch aufgezeichnet jetzt hier im Stream. Er spielt nicht mit fairen Mitteln. So, das brauchen wir nicht. Das hier noch mit. Ich müsste halt einfach mal Zeit haben, mir mein Inventar zu sortieren. Aktuell habe ich die Zeit nicht. So, und jetzt hätte ich quasi wieder 30 Minuten. So war eigentlich mein Verständnis von der ganzen Sache. Wo müssen wir denn hin? Hier gibt es gar keins. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Ach doch, hier ist eins. Okay, also wir müssen hier vor. Weil, wenn das nicht so funktioniert, dann könnte er jetzt hier vorne stehen und auf mich warten, theoretisch. Man braucht ja irgendwie als Spieler, braucht man ja doch irgendwelche Guidelines, an denen man sich orientieren kann, wie sich das Wesen verhält. Weil wenn der einfach nur willkürlich hier auftauchen kann, wie er lustig ist, dann ja, kann man hier nicht planmäßig vorgehen. Und ich will unbedingt planmäßig vorgehen. Aber am Rätsel, sie fehlen mir... Ja, die Minuten, die ich schon da war. Aber wir waren jetzt nur 5 Minuten dort. Ist ja kein Problem, Rätsel. Sie. Aber trotzdem ist er dort schon aufgetaucht. Deswegen, das macht mich irgendwie irre. Egal, ist doch wurscht. Komm. Wir schauen jetzt einfach mal, dass wir so weit kommen, wie es nur möglich ist. Und wir müssen jetzt in die Richtung ungefähr... Ein bisschen aufpassen. Essen und Trinken brauchen wir. So eine Kloschüssel wäre schon ganz nett. Ich überlege gerade, ob im Rätselsee irgendwo eine Kloschüssel ist. Aber weder... Aber weder beim Jäger noch beim Haus am See ist eine Kloschüssel verbaut, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Deswegen schwierig. So. Ja, im Damm rein. Da müssen wir halt mal schauen, ob wir dann dort reinlaufen. Da können wir kurz reingehen dann, ne? Dass wir einfach kurz reinlaufen und dann entsprechend sowas holen. Ich hoffe, ich kann hier rübergehen, ohne einzubrechen. Es ist auf alle Fälle sehr, sehr stressig, die ganze Challenge schon mal. So viel ist sicher. Hey, Tinitor! Um einiges stressiger wie das andere Event. Beim anderen Event hast du ja so viel Zeug gefunden. Das war relativ entspannt, aber hier, das ist... Na gut, man muss erstmal ein bisschen vertraut werden damit. Sieh, eine riesen Kiste da vorne. Wir brauchen was zu trinken.
Und rasten müssen wir derzeit noch nicht so wirklich, aber die Wärme ist wieder ein bisschen das Problem. So. Das Gift in meinem Blut lockt es an und jetzt erfüllt dieses Gift die Luft. Das Formlose ist auf der Jagd nach einer Form. Ah, er will also unseren Körper, der Loop. What have we here? Bärenfellschlafsack. 3 Kilo. Ich nehme den mal ganz kurz mit, weil wir den mal eben vergleichen. 3 Kilo, 1 Kilo. Ich lass mal den hier. Wir nehmen mal den Bärenfell mit. Wir legen mal Sachen ab, die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Wir werden dich zerlegen. So thirsty. Dankeschön, Chipmunk, für dieses Lob. Dass der überhaupt meinen Körper will, ne? Ganz seltsam irgendwie. Oh, wir müssen erstmal auch ein bisschen was essen. Nicht, dass uns die ganzen Sachen dann kaputt gehen. Oh, wir legen hier noch was ab. Die Tabletten brauchen wir auch nicht. Ablegen. Das brauchen wir doch nicht mehr, das Zeug. Wobei, ein paar Schmerztabletten wären schon nicht schlecht. Aber wir kommen ganz gut auch ohne aus. Gut. Ich glaube, wir sind ganz gut gerüstet jetzt. Wir können dich noch auffüllen. Und dann können wir noch ein bisschen hier plündern. Also, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann können wir noch ein bisschen plündern. Und zwar würde ich gerne noch da vorne die Station plündern. Die Station, den Wagen plündern. Da vorne ist der. Komme ich da rüber? Und dann könnten wir im Wagen auch nochmal ganz kurz schlafen, weil wir schon wieder etwas müde sind. Wieso kann ich hier nicht weitergehen? Hey Pascal! Er ist ein Perverser, der uns hinterherjagt. Es kommt mir auch so vor, Diesel. Der Dark Walker will meinen Körper. Das kleine Schweinchen. Fassbar, oder? Als würde ich meinen Körper für jeden einfach so mal hergeben. Prozent Nebel. Wo hast du denn das gesehen, lieber Queen oder liebe Queen? Ich weiß nicht, ob du männlich oder weiblich bist. Aber wahrscheinlich weiblich. So, hier geht's nicht rein. Da vorne. Auf der Karte. Ach, auf der Karte. Oh. Ich dachte, das ist auch etwas, dass dieser Nebel in jedem Gebiet neu quasi spawnt. Also, dass du in jeder Region hast du einen, fängst du mit einem Nebelstatus von 0% an. Aber das ist ja dann auch nicht so irgendwie. Weiß auch nicht. Eine leichte Jacke, sehr schön. Irgendwie habe ich das komplette System wahrscheinlich irgendwie falsch verstanden. Socken. Dann, wir haben 2 gute Mützen und der Rest wird abgelegt. Gut. Dann sollen wir hier nochmal ein bisschen schlafen jetzt. Da ist noch Antibiotika. Wir haben aktuell 21 Kilo. Lass wir nochmal ganz kurz schlafen hier. Weil ich hier Platz finde. Wie sieht's aus? Gefühlt minus 2 Grad. Ja, gefühlt minus 2 Grad. Mach mal ein kleines Feuerchen. So. Waste the damn time. Okay. Looks like it worked. Jetzt hier so 2 Stündchen, 2,5 Stündchen mal kurz noch hier schlafen. 3 Stunden.
dann laufen wir Richtung Hütte am See. Hoffen dort auch vielleicht das ein oder andere Gute zu finden. Ist jetzt hier 19%. Der Magen knurrt, das ist aber okay und wir müssen was trinken. Am besten erstmal das alte Zeug noch. Bisschen Kaffee noch. Kalter Kaffee macht schön. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob der Darkwalker jetzt am Levelübergang steht. Ich höre ständig irgendwelches Grunzen hier. Gott, das ist noch nie mal das gruselige Spiel jetzt. Jetzt kommt er natürlich genau aus der Richtung. Das ist ja saudumm jetzt. Kann ich dich, jetzt wenn ich den ein bisschen weglocke. Ah ja, Alien Isolation habe ich schon zweimal durchgespielt, weil es ein fantastisches Spiel ist. Wieso? Oh, falsche Richtung gelaufen. So, ich versuche jetzt trotzdem mich mal hier irgendwie durchzumogeln. Bevor er... That's not an animal. Ich weiß nicht, woher der kommt. Ich habe das Gefühl von hier drüben. Ich fange schon so zu schwitzen an wieder. Oh Gott. Ich will doch nur den... Ich will doch nur durch den Durchgang jetzt hier vorne. Yes, okay. Also, wir haben ihn hinter uns gelassen. Der Lump. Überhaupt kein Problem für uns. Er ist viel zu langsam. Alter, der steht schon hier echt hin. Der Schweiß stieg auf der Stirn jetzt. Nee, nee, alles gut, Queen. Das ist alles durchgeplant. Und genauso sollte es auch sein, wie wir das hier machen. Überhaupt kein Problem. Ich habe das Gefühl, die 30 Minuten, auf die ich mich immer jetzt so fixiert habe, What the hell was that? Die 30 Minuten sind irgendwie, habe ich das Gefühl, wahrscheinlich auf den, jetzt ist er doch wieder hier, Mensch. Ich check das nicht. Wir müssen, also er ist offenbar irgendwo hier oben. Wie kann man nur so penetrant sein, ne? Kann man einfach auch nur so... Wie so ein Stalker ist er. Ich habe das Gefühl, er läuft neben mir her momentan. Können wir mal kurz die Ablenkung verwenden hier. Anlocken. Zack. So, jetzt wird der hier wahrscheinlich angelockt. Und wir laufen aber weiter. Klug wie wir sind. Und dann hoffe ich mal, dass er uns nicht mehr belästigt jetzt. Okay. Es wäre schon noch schöner, wenn das auch wirklich so ein Wesen wäre, das du dann sehen kannst. Also nicht nur die Fußabtritte, sondern so wie in dem Teaserbild. Er hat ja offenbar eine Form, der Darkwalker. Das wär doch schön. Er hat mit ganz schön laut, hat er Corona. Das ist ja gemein. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ha 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 ha.
Queen. Dankeschön für das Kompliment. Vielen Dank. Vielleicht wird er mehr sichtbar, wenn er Giftnebel stärker wird. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Es ist einfach so, dieses Unbekannte, das soll wahrscheinlich so sein. Wir haben immer noch keine Waffe. Wir könnten jetzt eventuell da vorne jetzt durchkommen, ohne dass noch Wölfe jetzt gespawnt sind. Aber dann wird es schon echt schwierig. Dann wird es schon echt schwierig. Lampe nehme ich gern mit. Brauchen wir nicht. Brauchen Holz, brauchen wir. Ich glaube, hier drin gibt es auch keinen Spawnpunkt für das Gewehr. Could end up being useful. Mal die Sachen durch, weil hier gibt es nicht so viel zu plündern. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt in Häuser rein kann. Der gute Herr. Oder ob er vielleicht irgendwie die Tür nicht öffnen kann. Könnte ja auch sein. Vielleicht hat er irgendwelche Patschefinger und kann die Tür nicht öffnen. Eine Jeans. Ich nehme die Jeans mal mit, weil ich nicht weiß, ob wir nicht aktuell nur eine Hose tragen. Oh, sehr schön. Schmerzmittel. So. Yep, eine Hose tragen wir aktuell nur. Du meinst, er kann die Türen einschlagen? Nee, komm. Der kann doch eh nix. Der kann doch nix. So, dann machen wir uns doch jetzt auf Richtung Damm. Ich weiß nicht, was dieses 4 Minuten immer ist. Ob das irgendwas mit dem Nebel zu tun hat. Man sieht das immer nur ganz kurz. So, wunderbar. Da liegt nämlich auf unserem Weg, auf unserem direkten Weg liegt das Lagerfeuer. Und dann hätten wir... Wenn ich mich nicht verrechnet habe, haben wir schon 3 der Zettel. 3 von 6 Zetteln. So, es ist leicht kalt momentan. Wir haben noch die Schuhe, wenn mich nicht alles täuscht. Können wir die austauschen? Ah, nee. Dann abgelegt. Und dann müssen wir noch in 3 Regionen... um wenigstens ein kleines Achievement zu haben. Ich glaube, für eine Stunde Realzeit, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier schon an diesem Durchgang hängen, eine Stunde Realzeit gibt auch nochmal so ein Abzeichen. So, ich hoffe mal, hier vorne sind noch keine Wölfe jetzt. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt schon gerastet, ne? Wir haben schon gerastet. Ich fürchte fast, hier vorne sind Wölfe. Ich hätte da hochgehen sollen. Ja, wir halten mal das im Auge. Vielleicht ist das Spiel gnädig zu uns. Es ist ja auch ein etwas leichterer Schwierigkeitsgrad jetzt. Und vielleicht wirft es uns nicht gleich 3 Wölfe an den Hals. Ansonsten könnten wir uns noch mit einer... Jetzt kommt er schon wieder. Er ist so lästig, Leute. Er ist so lästig. Nee, er hat sich nur mal kurz geräuspert. Er hat uns nur Bescheid gegeben, dass er auch jetzt da ist. Gar nichts drin. So, das Feuer war irgendwo hier drüben. Oh, ist da ein Gewehr? Ich sehe ein Gewehr.
Yes. Kann es nicht sehen, kann es nicht bekämpfen, kann nur rennen. Mein Herz, ein düsteres Echo im Wald, immer auf der Jagd nach einem grünen Feuer. Dun, dun, dun. Okay, ich fühle mich ein bisschen sicherer jetzt mit Gewehr. Und einer brauchbaren Kampfhose. Und wir werden uns noch kurz aufwärmen. Die Hose müssen wir tauschen. Die Hose. Wir haben hier eine Jeans, oder? Ja. Also die Hose wird getauscht. Ablegen. Dann das Gewehr. Wird geladen. Lass die Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Überhaupt kein Stress jetzt. Warte noch ein bisschen. Ich wünschte, ich könnte irgendwie die Spraydosen in die Schnellleiste geben, aber das geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie ich die dann auswählen kann. Dass ich die hier quasi hier drin auswählen kann. Nee. Naja gut, du kannst ja mal kurz was essen. Ist gut. Was trinken können wir auch noch. Zehn Zettel braucht man? Echt? Also ich habe was von 6 Zettel gelesen. Ja, ich wünschte, ich könnte hier irgendwie das schnell auswählen, weil ich muss immer ins Menü dann rein. Wenn ich diese komische Spraydose haben will. Und über das Schnellmenü wäre es halt bequemer. Ein alter Mann, ich brauche es bequem. Gehen wir jetzt in den Damm und dann gehen wir gleich mal ein Stück weiter. Es sind doch ein paar Kinder unterwegs. Also bei mir hat noch keiner geklingelt. Aktuell. Ich glaube, dass bei uns auch nicht wirklich viele Kinder unterwegs sind. Bei uns, sag ich mal, in unserer kleinen Stadt ist sowieso nicht viel los mit Halloween und Kindern. Aber, sag mal, so ein, zwei Leute oder so sind gekommen. Ich glaube, dass die heuer gar nicht kommen. Gerade bei uns, ne? Bei uns ist einer der höchsten Werte im Landkreis aktuell. Ich glaube, das hält sich sehr in Grenzen jetzt. Also offenbar läuft dann der Darkwalker ja doch irgendwie auch random auf der Karte herum. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ein Parka. Baseballmütze brauchen wir nicht. Oh, ein Messer. Sehr schön. Keine Ahnung, ob wir das brauchen. Oh, Parka. Ah. Aber momentan kehrt ein bisschen Ruhe ein, finde ich. Nach der anfänglichen Nervosität. Und wenn er jetzt doch irgendwie vor uns auftauchen sollte, dann müssen wir ihn halt irgendwie umgehen. Wahrscheinlich wieder irgendwie ködern und dann umgehen. So. Bisschen noch. Ein bisschen brauchen wir noch, bis wir beim Damm ankommen. Bisher noch keine Wölfe unterwegs, das ist sehr schön. Und belastungsmäßig sind wir bei 28 von 30 Kilo, ist auch sehr schön. Ja, theoretisch jetzt gleich auch im Damm noch ein bisschen schlafen, damit wir gestärkt im
ins neue Gebiet gehen. Oh, das habe ich nicht gelesen. Queen, dankeschön. Im Kartografier. Ah, perfekt. Da ist es drin. Dankeschön. Das habe ich gesucht. Fantastico. Sehr gut. So. Ich will mir einfach nur ein bisschen Wasser holen jetzt hier drin. Wir brauchen ansonsten momentan nicht wirklich was, ne? Wir können jetzt ein Gebiet nach dem anderen abgehen. Weil wir ganz gut mit Essen versorgt sind. Und demnächst dann auch mit Trinken. Rein kältemäßig sieht es auch ganz gut aus. Dann wieder schön aufwärmen am Feuer. Vielleicht dort ein bisschen schlafen. Also ganz entspannt eigentlich diese Session hier. Ja, super easy eigentlich. Das alles. So, liegt hier irgendwas herum? Oh, Lampenöl. Sehr gern. Lampenöl wird mit... Ein Brecheisen könnten wir noch gebrauchen. Ein Brecheisen. Eine Patrone. This stuff will come in handy. Ich glaube, wir haben aktuell keine überschüssigen Klamotten. Erdnussbutter, sehr gut. Wenn er irgendwo ein Brecheisen liegen sieht und ich sehe es nicht, dann ganz laut schreien im Chat. Aber jetzt wird erstmal hier das leckere Toilettenwasser gesüffelt. Too much stuff to carry. Brauchen wir nicht. Ich soll es nicht beschreien. Was denn? Dass es aktuell gut läuft? Ist egal, komm. Ist egal. Wir haben noch eine Stunde jetzt, oder? Ja. Das passt schon. Gut, dann... Oh, da sind noch ein paar Flares. Ich werde jetzt nur auf der Ebene jetzt kurz hier nochmal durchchecken. Ich werde jetzt die anderen Ebenen nicht mehr ablaufen. Weil ich halt immer noch nicht so richtig weiß, wann der Kollege kommt und wann nicht. Wanderstiefel werden wir gleich mal prüfen. Ach komm, ich schaue jetzt die Dinger auch nicht mehr durch hier. Wir müssen weiter zum nächsten Lagerfeuer. Wir müssen hier drin noch ein bisschen schlafen. Kleines Stückchen schlafen und dann... Wir hatten das Thema schon mal, die Notfallspitze nehme ich auch mal mit. Wir hatten das Thema schon mal, ob man das WC-Wasser so trinken sollte. Ich würde es nicht empfehlen. Ich bin kein Fan von Klowasser, nachdem ich einmal den Wasserbehälter geöffnet habe bei mir zu Hause. Da würde ich so weiß oder durchsichtig, wie das Wasser aussieht, wenn es gespült wird. So unglaublich dreckig ist der Behälter. Was sich da alles so ansammelt in diesem Behälter, das ist, ja. So, wir werden mal kurz dich auffüllen, oder? Aktion, auffüllen. So. Dann, wie ist denn da noch drin? Da ist immer noch hier ganz viel drin. Wir lassen mal, oder wir können dich mal zerlegen. Ja, müsste einfach nur mal selber reinschauen. In so einen Kasten. Mittlerweile sind die ja alle schön unterputzmäßig. Oh, ich habe vergessen, die Lampe auszuschalten. Meistens sind die ja jetzt schon schön unterputzmäßig. Aber was da sich alles so ansammelt drinnen, da willst du dann kein Wasser trinken davon. Nie und nimmer. Gut. Dann legen wir uns noch ganz kurz hin. Hauen uns mal aufs Ohr. Dann geht's weiter in die nächste Region. Müssen wir noch was trinken? Und essen vorher. Der Schmutz setzt sich ab. Nicht wirklich. Wirklich.
Jetzt wenn natürlich der Darkwalker bei der Eingangstür erscheint, dann haben wir ein Problem, dann können wir nur hinten rauslaufen. Wir könnten natürlich trotzdem auch hinten rauslaufen. Das wäre vielleicht, wir würden dann Richtung, ich glaube, Pleasant Valley kommen. Und in Pleasant Valley, oh, das wäre gar nicht schlecht, wenn wir hinten rauslaufen. Hier raus. Komischerweise wird kein Pfeil dazu angezeigt. Oder, ja, ich glaube hier. Dann würden wir Richtung Pleasant Valley kommen. Und von Pleasant Valley wird man dann Richtung, also idyllisches Tal, wird man dann Richtung Küstenstraße gehen. Und dann zum Ort der Trostlosigkeit. Und dann wird man auch hier nochmal 3 bekommen. Ist, glaube ich, ein besserer Plan, wie wenn wir jetzt direkt hier runter gehen. Zur Küstenstraße. Und dann zum Ort der Trostlosigkeit. Weil dann müsste ich ja wieder zurück für den letzten Zettel Richtung idyllisches Tal. Macht ja auch keinen Sinn. Also wir gehen quasi vom Rätselsee über den gewundenen Fluss Richtung idyllisches Tal. Dann zur Küstenstraße. Und dann zur zerbröckelnden Schnellstraße und dann zum Ort der Trostlosigkeit. Was meinst du, Queen? Was heißt IT? Verstehe ich nicht. Achso, idyllisches Tal. Das meine ich ja, ja. Na, dann können wir nämlich die im Almenrutsch, weil wenn ich hier unten bin, am Ort der Trostlosigkeit, dann müsste ich durch die Gebiete, wo wir schon Zeit verloren haben, müsste ich wieder hoch zum idyllischen Tal. Und das ist dann auch wieder schlecht. Ihr versteht sicher, was ich meine. So, nochmal hier. Ein bisschen Licht machen, damit ihr auch was seht zu Hause. Das heißt, wir müssen doch hier runter. Wir sind wieder gestärkt, das ist schön, ja. Ein bisschen Durst haben wir noch. Schauen, ob wir von ihm noch ein bisschen was plündern können, der sich hier so hingelegt hat. Eine Windjacke. Wir haben schon eine Windjacke. Ablegen. Pfeil lassen wir hier. Hey, na, du. Hört sich falsch an. Das idyllische Tal wird seinem Namen nicht gerecht. Das ist ganz wichtig. Das idyllische Tal wird seinem Namen nicht gerecht. Da ist das furchtbarste Wetter im idyllischen Tal. Der ganzen Karten. So. Nimm mal das Gewehr in die Hand, weil jetzt doch hier unten normalerweise Wölfe herumlaufen. Aber vielleicht sind wir wirklich so fix unterwegs momentan, dass selbst hier noch keine Wölfe da sind. Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen kälter derzeit. Das heißt, wir müssen uns etwas sputen. Noch schneller unterwegs sein wie bisher. Also hier unten sehe ich noch keine Wölfe. Das ist schon mal sehr gut. Da ist ein Wolf. Ein Schuss, ein Treffer. Habt ihr das gesehen, Leute? Meine Güte. Was bin ich für ein toller Hengst. Ich lobe mich jetzt einfach mal selber. Nachdem es im Chat immer nicht gemacht wird. Ich soll auf die Karte schauen. 9% haben wir hier. Also für mich sieht das jetzt so aus, als wäre das eine eigene Region, aber ich weiß nicht, wie viel wir vorher hatten. Ich glaube aber, wir hatten vorher auch so 19. Dankeschön, Dietl. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Chipmunk. Dankeschön. Dankeschön, Queen.
Dankeschön, Nadur. Jetzt geht's los aber hier. Jetzt geht's los. Vielen Dank. So, wir können wieder ein bisschen spurten. Sieht's denn aus? Zwei Sternchen nach unten. Zwei Dreieckchen nach unten. Müssen vielleicht ein bisschen an der Wand entlang gehen, damit wir etwas windgeschützter sind. Ich glaube, wir müssen hier rechts abbiegen. Ja. Ah, ich bin sehr optimistisch jetzt, Leute. Ich bin sehr optimistisch. Wir haben leider nur noch eine halbe Stunde Zeit jetzt. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Ob wir vielleicht ein bisschen überziehen dann. Aber so, ne? So ein kleines Achievement wäre für mich als Achievement-Liebhaber wäre schon ganz nett. Das würde mich schon freuen dann. Wobei, Achievement, glaube ich, ist es gar nicht. Es ist halt ein Badge fürs Spiel selber, also intern. Ich glaube, ein Achievement gibt es dafür nicht. Es ist ein Badge für das Spiel selbst. Und eins müsste sein, für eine Stunde in-game überleben. Oh Gott. Für eine Stunde in-game überleben. Ich habe unglaublichen Gegenwind momentan. Och. Es gibt nichts Schlimmeres wie The Long Dark Gegenwind. Also eine Stunde überleben oder und. Was machen wir denn jetzt? Es ist ja genau dort, wo wir eigentlich hoch wollen, oder? Jetzt ist der genau da oben. Da müssen wir eigentlich hoch jetzt. What the hell was that? Was machen wir denn da jetzt? Wir könnten ihn hier drüben anlocken. Hier drüben anlocken. So. Anlocken. This is like something out of a horror movie. So. Und jetzt laufen wir in die andere Richtung. Oh Gott. Gegenwind. Jetzt laufen wir hier rüber. Und dann, wenn er hier hochläuft, versuchen wir uns mal irgendwo hier. Ich habe das Gefühl, der kommt immer noch zu mir. Ich weiß nicht wieso. If this is a nightmare, wake up. Wir können ja hier nicht weiter, das ist das Problem. Oh Gott, ich habe echt das Gefühl, ich bin in der Sackgasse jetzt. Okay, er ist auf alle Fälle links hier irgendwo. Der muss doch jetzt angelockt werden, oder? Ich fange schon wieder zu schwitzen an. Wenn du dich mit ihm verschnitten hast, solltest du den Dialog suchen. I gotta get out of here. Also er läuft jetzt von uns weg. Das ist schon mal gut. Ich muss jetzt nur rechts hoch dann. Alles gut, kein Problem, alles gut. Da hat er gedacht, er kann uns ein Schnippchen schlagen. Der Huch, da ist ein Rucksack, Moment. Da kann er uns ein Schnippchen schlagen. Pustekuchen. Oh, das ist natürlich blöd. Jetzt kommt er hier rein. Wir haben ein Abzeichen erhalten.
Wir müssen aber erstmal hier für ein bisschen Abstand sorgen. Wieso läuft mir der jetzt immer noch nach? Oder was ist da los? Ich check's nicht. Oh Gott. Er ist rechts von mir. So, wir müssen hier hoch. Lauf, 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 lauf. Jetzt ist er hinter uns. Keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Weg ist. Ich weiß den nicht. Es ist saudumm, dass der hier drin ist jetzt. Aber wir haben schon ein Abzeichen jetzt erhalten, Leute. Da bin ich schon mal sehr glücklich. So, ging es hier nicht irgendwo nach oben? Ich glaube, ja, hier ist der richtige Weg. Alles gut. Wir haben alles unter Kontrolle. Wenn er mit mir auf Reisen geht, wenn ich quasi euer Guide bin für eine Reise, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Da kann euch nichts passieren. Dann seid ihr sogar geschützt vor gemeinen, fiesen, dunklen Marschierern. Müssen wir jetzt hier rüber? Nee. Oh, doch. So. Wer ist aufgeregt? Ich? Ach, Quatsch. Bin doch nicht aufgeregt, Leute. Das ist ja Quatsch. Was wir machen könnten, ist, wir könnten mal hier nochmal was hinsprühen. So zum Anlocken, dass er hier stehen bleibt, so ungefähr. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee jetzt. Wobei, jetzt ist, Anlocken. So. Vielleicht. Oh Gott, ich kann. Es ist. So. Wir müssen ja jetzt irgendwie herauskommen, ne? Über kurz oder lang führt jede Höhle auch mal zu einem Ausgang. Keine Panik, Chat, wir sind verloren, sagt der Nahadur. Jetzt wurde ich gerade eben so gelobt und jetzt auf einmal ist kein Vertrauen mehr da. Oh. Der ist aber auch sehr, sehr nervig. Das muss man jetzt schon mal auch sagen. Er ist schon etwas lästig auch. Irgendwie. Wir laufen jetzt einfach mal in die Richtung. Für was ich überhaupt diese ganzen Zeichen sprühe, ich weiß es nicht. Aber vielleicht müssen wir einfach nur ein bisschen Abstand zwischen uns gewinnen. Ja, ein bisschen die Wogen glätten. Einfach ein bisschen Abstand halten. Sodass jeder für sich sein kann. Und dann dementsprechend auch über seine Fehler ein bisschen nachdenken kann. Ich glaube, das ist ein guter erster Schritt. Damit wir beide hier wieder auch zu einem besseren Miteinander finden. Ich glaube, das ist ganz gut. Es ist halt eure Kommunikation, ja. Aber ich versuche es ja trotzdem immer wieder, ne? Ich versuche ja, ihm Zeichen zu geben, aber er ignoriert die. Die Zeichen, die ich ihm gebe. Und das ist halt ein bisschen schade. Also, ich weiß auch nicht, was ich anders machen könnte. Ich sehe jetzt wirklich die Schuld nicht bei mir. Und das ist halt, ne? Man gibt und gibt und gibt und es kommt irgendwie nichts zurück. Außer ab und zu mal Grund. Aber das ist alles. Und das ist halt sehr schade. Naja. Ich gebe nicht so schnell auf, ne? Ich bin jemand, der nicht schnell aufgibt. Also ich bin jemand, der auch gerne mal eine Beziehung länger hält. Einfach in der Hoffnung, man rauft sich nochmal zusammen. Man ist ja erwachsen. Ne? Aber ich kann halt auch nicht nur geben. Das geht nicht. Irgendwie, es muss auch mal was zurückkommen. So, wir sind jetzt 200 Meter schon entfernt voneinander. Und jetzt sind wir geheilt. Jetzt ist die Frage, ob, kann ich mal kurz auf die Karte gucken. Wir sind natürlich am komplett anderen Ende. Wir müssen jetzt hier entlang und hier vorlaufen. Bis zum Lagerfeuer. Und hier müssen wir raus. Er ist schon nervig. Also das muss man jetzt schon mal sagen. Er ist schon sehr nervig hier.
Ich werde jetzt nochmal so ein Spray probieren. Weil mich das nervt, dass... ein Lockspray. Ein wunderbarer Spray, der hier dafür sorgen soll, dass er uns wieder lieber hat. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ist es schon... Oh Gott, es geht so langsam vorwärts. Es ist so langsam, guckt euch das an, wir haben wieder Gegenwind. Fusion der Kinder. Wir müssten was trinken, wir müssten auch mal schlafen jetzt. Aber ich komme halt nicht dazu, wenn er so lästig ist. Und guckt euch an, wie langsam ich gehe momentan. Weil wir hier ständig Gegenwind haben. Und er ignoriert wirklich meine Zeichen. Das ist schon sehr traurig. Es ist schlimm. Ich stehe nicht drauf, dass er hinter mir her ist. Nee, das ist nicht korrekt. Das, dem widerspreche ich energisch. Ich stehe nicht drauf, dass er mich verfolgt. Wir müssen irgendwo jetzt mal schlafen können. Das ist das Problem. Ich kann aktuell nicht schlafen. Und ich weiß auch nicht, wie ich ihn jetzt loswerde. Ich denke mal, bei einem Feuer könnte man schlafen. Aber für ein Feuer wird uns wahrscheinlich die Ausdauer nicht mehr reichen. Hey Doom! Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier und wir müssen hier rüber. Wir haben Gegenwind. Die ganze Zeit haben wir Gegenwind. Es ist sehr traurig. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Da möchte man immer... Was war das denn jetzt? Da möchte man immer am liebsten in den Rücken drücken. Aber, ne? Gegenwind ist eines der schlimmsten Dinge in The Long Dark. Ich bin von keiner der Spielmechaniken so genervt wie vom Gegenwind. Guckt euch das an. Ach, er hat meine Glyphe zerstört. Ah, das war das Geräusch. Ja, ich habe ja noch einige Spraydöschen. Ich kann ihm noch die ein oder andere Glyphe legen. Überhaupt kein Problem. So, wo sind wir denn jetzt? Ich muss etwas zu trinken. Ja, wir müssen mal kurz was trinken. Oh, wir müssen auch vielleicht mal kurz einen Kaffee trinken. Dann gibt uns das auch nochmal ein bisschen Boost. Ich würde schon ganz gerne noch zum Feuer jetzt hier kommen. Es ist auch kalt. Und wir müssen uns eher in die Richtung halten, aber da ist halt genau der Gegenwind jetzt. Ach. Es wäre so schön, wenn wir jetzt Rückenwind hätten. Dann. Ne? Dann könnten wir wie der Pizzify könnten wir da durchlaufen. Aber so ist das natürlich schwer. So viel zum Thema idyllisches Tal, ne? Genau, Queen sagt es genau, als ich es auch sage. Selbst jetzt hier bergab ist es eine Tortur. Ich versuche eh immer schon ein bisschen, dass wir wenigstens Seitenwind haben, ne? Dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, aber... Can't feel my hands. So, es wird ein bisschen kühler jetzt, ja. Wir müssen von diesem Hügel runter. Und wenn dann der Wind so bleibt, dann... hätten wir vielleicht dann Rückenwind. Oh Gott, wir müssen viel, viel mehr. Es ist schon.
Ich glaube, ich muss hier links am Steinchen vorbei. Oder wir machen uns hier einfach mal schnell ein. Ich werde mal hier was hinsprühen. Und vielleicht, dass wir uns dann irgendwo anders schnell ein kleines Feuer machen und wenigstens so eine oder zwei Stunden schlafen. Ich werde mal kurz hierher was sprühen zum Anlocken. Und dort, wo wir dann schlafen, werden wir mal kurz ein anderes Zeichen hinsprühen und werden uns dann etwas ausruhen. Nee, ich will ihn hierher locken und wir werden aber dann woanders uns ausruhen. Das ist der Masterplan hier. So, ich werde mich gleich irgendwas brechen, weil wir aktuell sehr steiles Gelände haben. Aber wir müssen uns irgendwo reinkuscheln, wo der Wind nicht so hinpfeift. Yep. Das habe ich gemeint. Wir müssen uns in irgendeine Ecke reinkuscheln. So, und jetzt schauen wir mal, wenn wir uns hier vielleicht so zwischen die beiden Steinchen hier reinsetzen. Und dann machen wir dort ein Feuerchen, sprühen ein Zeichen der Abwehr. Und dann schlafen wir mal so zwei, drei Stündchen. Eventuell legt sich dann auch der Wind hier. So. Also einmal hier diese komische Glyphe. Ach, wir können nur eine immer machen. Ah, okay. Dann müssen wir es hier doch so vertreiben. Wir können immer nur eine machen. Dann einmal Feuerchen. So. Worked. Dann Kohle. Das ist ein bisschen Holz. 3,5 Stunden. Schlafsack ausgepackt. Zack. Schön reinkuscheln. Und hoffen, dass er fern bleibt. So, oh, bin ich noch verletzt? Habe ich gar nicht aufgepasst. Verstauchungsrisiko. Wir haben noch Schmerzen. Wir haben noch Schmerzen. Aufheben. Das Feuer ist noch 42 Minuten. Wir können noch ganz gemütlich, oh, die Mütze tauschen. Und ansonsten die Schuhe tauschen vielleicht noch. Ah, überhaupt kein Stress jetzt. Überhaupt kein Stress. Ah, die sind besser. Liegen. Die Daunenweste. Ja, die würde jetzt auch nochmal gegen die Kälte helfen. Ja, anziehen. Ich höre schon wieder was grunzen. Hör auf, während ich jetzt hier am Essen bin. Kaffee habe ich leider keinen mehr. So, und ist das Zeichen schon weg? Ich habe hier Zeit gelassen. Da ist ja das Zeichen schon weg. Rein energiemäßig hat uns das nicht wirklich viel gebracht, aber... Oh, davon ist Papa Bär auch noch. Jetzt kommt ja auch noch ein Bär entgegen. Wir müssen hier entlang und dann vorne rum. Okay. Mist. Jetzt läuft ja auch noch Papa Bär rum. Papa Bär und der Darkwalker, wenn die beiden sich in die Haare kriegen würden. Okay. Wäre das für uns fantastisch. Hier aber auch wieder in unsere Richtung läuft jetzt. Wir haben ein bisschen Pech momentan. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So, da wird es jetzt ein bisschen zu steil hier, oder? Ja, wir müssen schnell hier runter.
Wenn der giftige Nebel kommt, stirbt der Bär. Ja, wir können, glaube ich, den Nebel noch irgendwie einmal so verhindern, dass er nochmal verzögert wird oder so. Mit dem Gewehr ist der Bär kein Problem. Naja, der Bär lässt sich leider nicht so leicht erledigen wie der Wolf von gerade eben. Da brauchst du ein paar gute Schüsse, damit das klappt. Und wenn du Pech hast, überrennt er dich quasi und zerfleddert dich. Für den Horror-Stream hätte es auch Seeker 2 mit Sunset Invasion getan. Das wäre auch mal schön gewesen, genau. Sehr gut. Eieiei, ich bin schon ein bisschen durchgeschwitzt jetzt. Eieiei. Aufs Klo müsste ich auch schon langsam. Was? Keine Zeit zu jagen. Ich habe das Gewehr jetzt in die Hand genommen, weil ich nicht von Wölfen überrascht werden möchte, die vielleicht hier noch herumstreunen. Es ist sehr nebelig momentan. Was haben wir denn aktuell? 32%. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Das darf ich nicht vergessen. Ich muss Holz mitnehmen, weil wir nicht mehr wirklich viel haben. Achso, wegen dem Bären, den zu jagen. Nee, nee. Der wird nicht gejagt von uns. Der Bär wird nicht gejagt. Das macht mir ein bisschen Sorgen, dass hier... Ich glaube, das ist ein Stein jetzt, oder? Also wenn das ein Bär ist, dann hat er sich verdient, dass wir jetzt ihm in die Arme laufen. Nee, das ist kein Bär. Weil er sich so still gehalten hat. Da vorne habe ich ganz kurz was flackern gesehen. Was Grünes. Das heißt, wir sind auf richtigem Weg. Und ich würde auch sagen, dass wir da vorne noch ein bisschen schlafen, bis wir wieder fit sind. Es ist schon, also es ist auf alle Fälle fordernder wie die anderen Challenges von The Long Dark. Es ist sehr stressig. Also offenbar hat der Countdown, den wir anfangs gesehen haben, die 15 Minuten, der hat offenbar, der war nur dafür da, dass wir überhaupt so initial dann sehen, wann der Dark Walker kommt, damit du nicht sofort quasi gejagt wirst. Aber jetzt hier für das Spiel, das jetzt hier so, dass wir hier so weitergespielt haben, für den Durchgang, macht das überhaupt irgendwie keinen Unterschied. Also die 30 Minuten sind dann wahrscheinlich wirklich einfach nur der Nebel. Ist denn das noch so weit entfernt jetzt hier? Das sieht so klein aus, das Feuer da vorne. Könnt ihr ja laufen, weil wir sowieso gleich da vorne noch schlafen. Ja, da haben wir schon jemanden. Komm her! Es ist, als ob etwas meine Energie zappt. Wir müssen leider auch jetzt in die Richtung laufen, in die er flüchtet. Aber offenbar aufgrund des Schwierigkeitsgrads lassen sich die Wölfe auch ganz gut verstecken hier. Da kommt er schon wieder. Ich habe keine Energie mehr gehabt, ne? Was ist denn los? Wieso macht er denn nichts? Wieso macht er denn nichts? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wieso er nichts gemacht hat. Oh Gott. Hier einfach davon trottet. Wir haben Blutverlust. Need some first aid. Das Feuer müssen wir gleich mal nehmen. Der kommt ja bestimmt zurück hier. Wo ist das? Kommt er wieder? Gotta stop that blood loss. Ja, ja, ist ja schon gut. Mach mal doch schon. So, verstauchter Knöchel. Oi, 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 oi. Da kommst du aber vom Hundertsten ins Tausende. Schmerzen haben wir auch noch.
Und das Infektionsrisiko können wir auch noch beheben. Und dann ist wieder alles gut. Keine Angst. Wir verlieren doch nicht so. So, ich muss in die andere Richtung laufen. Das ist gut. Dann läuft uns der Wolf nicht mehr über die Hand. Ich habe nur, ne, falls ihr euch gewundert habt, wieso ich auf einmal das Gewehr weggelegt habe. Ich habe nur rechts unten gesehen, dass die Ausdauer weg war. Und wenn die Ausdauer weg ist, kannst du ja nicht mehr richtig zielen. Und ich wollte nochmal weglegen und nochmal anlegen, in der Hoffnung, dass die Ausdauer nochmal ein bisschen regeneriert, aber da war er dann schon leider da, der Wolf. Da war er leider da. Aber jetzt ist alles gut, wir sind hier angekommen. Okay, neuer Versuch. Wir warten mal kurz, wir gehen mal dem Wolf entgegen. So. Alles gut. Ja. Okay. So, jetzt ist alles gut. Ein bleicher Fluss, völlig in sich verschwunden. Ich spüre das Blut in meinen Kopf rauschen. Nur der krumme Pfad weist mir den Weg. Keine Ahnung, ob die Wölfe jetzt hier auch vertrieben werden. Boah, haben wir einen Haufen Zeug jetzt gefunden hier. So, wir haben eine schöne Mütze gefunden, wenn mich nicht alles täuscht. Eine schöne Kaninchenpelzmütze. Dann die Hose ist ein bisschen kaputt. Das hat er uns kaputt gemacht, der Wolf. Ich werde das jetzt nicht reparieren, oder? Aber wir könnten die Sachen mal kurz reparieren hier. Dauert 30 Minuten. Komm, wir machen das mal. Sind sehr müde. Passt. Alles andere lassen wir erstmal. Wir noch was essen. Wir sind ein bisschen zu schwer, aber das liegt jetzt auch daran. Weil wir keine Ausdauer mehr haben. Sobald wir jetzt schlafen, kommen wir wieder auf die 30 Kilo. So, aber wir machen mal kurz ein bisschen sauber in unserem Inventar. Und dann legen wir uns zum Schlafen hin. So, der Revolver. Wir hatten 14 Schuss Revolver. Ich würde ihn dir jetzt trotzdem mal mitnehmen. Auch wenn er nicht so wirklich nützlich ist, aber vielleicht auf dem Schwierigkeitsgrad könnte er uns ganz gut nützen. Spray auf dem Boden brauchen wir nicht, weil das grüne Feuer automatisch vertreibt. So. Könnten wir uns höchstens noch einen Verband machen. Dann... Essen sieht ja jetzt gut aus, oder? Da könnten wir noch ein bisschen was dazu nehmen, weil wenn die Sachen dann sowieso alle kaputt gehen, dann können wir die auch gleich mal futtern. So, wir trinken. 2 Liter nur noch zu trinken. Wir können ja wahrscheinlich auf dem Feuer... Können wir hier was kochen? Oh, wir könnten hier sogar ein bisschen Wasser machen. Hab ich keinen Topf? Kein Topf. Ich dachte, ich hätte einen Topf mitgenommen, aber ich glaube, das war dann im letzten Durchgang. Sieht's aus, 50%. Wir müssen anschließend jetzt hier hochlaufen. Oder war das hier? Ne, wir müssen hier rein. Hier geht's zum Wolfsberg. Hier müssen wir runterlaufen dann. Ja, das geht hier drüber über die Brücke, dann hier drüber, da unten am Dorf vorbei und dann hier rein. Oder wir gehen gleich hier rüber. Ich glaube, das ist ein besserer Weg. Und dann hier hoch. So, einmal kurz abwarten. Wir machen mal 1 Liter. Mehr will ich jetzt hier auch nicht mehr. Oh? Seit wann geht denn das Feuer aus? Seit wann geht denn hier das Feuer aus? Jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr grün, oder?
That should help warm things up. Wir haben nur noch Stöcke. Ich dachte, das ist ein Feuer, das immer brennt. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich das hier so machen. Ah, ärgerlich, Mensch. Sehr, sehr ärgerlich. So, wie lang brennt das jetzt hier? 40 Minuten, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn jetzt. Wir schlafen mal eine Stunde. Ich habe noch gar nicht daran geschlafen jetzt hier am Feuer. Ich habe nur Wasser gemacht. Ich habe nur Wasser gemacht, deswegen. Oh Gott, okay. Dann. I'm not sure I can carry much more. Werden wir mal ein bisschen was ablegen. Irgendwas ablegen, was wir nicht mehr brauchen. Ein paar der Dosen vielleicht auch noch. Lege auch mal das hier ab. Jetzt bei. Ah, wir sind ja bei 20. Wir sind ja nur bei 20 Kilo. Wir können nicht mehr wirklich viel ablegen jetzt. Ach, das ist sehr ärgerlich. Okay, das muss man natürlich auch wissen. Dann hätte ich jetzt natürlich einfach gepennt hier am Feuer. Ist hier denn noch irgendwo? Hier müsste doch. Ist hier nicht irgendwo noch eine Scheune oder so? Dann hätten wir in der Scheune noch schnell pennen können. Kann das mal einer checken? Ich glaube, hier müsste irgendwo eine Scheune sein. Hier ist ja das Haus. Ich glaube, hier müsste die irgendwo sein. Aber ich sehe momentan natürlich gar nichts mehr. Wisst ihr was? Bevor wir jetzt hier... Wir gehen zum Dorf vor. Wir gehen jetzt zum Dorf. Hierher. Und schauen, dass wir dort schnell unterkommen. Sehr müde, deswegen werde ich nicht sprinten. Oh Mann, ich dachte, das ist so ein ewiges Feuer, wie es auch im Story-Modus gibt. Bei der Oma. Aber dass das ausgehen kann, damit konnte ja niemand rechnen. Das war so nicht geplant. So, wir können im Traktor schlafen. Der Traktor war doch in der Nähe der Scheune. Da ist die Scheune, oder? Ein Häuschen. Ah, sehr schön. Mal schauen, ob es dort drin warm genug ist. 22 Minuten noch, ja. Aber die 22 Minuten gelten nur für hier, ne? Oh Gott, jetzt kann ich hier rein, ohne dass er mir folgt? Nein. okay. Wenn wir hier runter gehen. Okay, wir gehen hier runter. Was für ein lästiger Zeitgenosse, sage ich da nur. Perfekt. Richtung Brücke. Also jetzt hinter uns. Nach den 21 Minuten kommt ein Nebel, der uns auffrisst dann. Aber wir müssen halt irgendwo rasten jetzt. Wir haben überhaupt keine Energie mehr. Deswegen. So, jetzt eher in die Richtung halten. Können wir da nicht einfach dem Weg folgen hier?
Wir können den Nebel noch, glaube ich, einmal vertreiben, wenn ich nicht alles täuscht. Einmal kann er vertrieben werden, aber dann wird wahrscheinlich Schicht im Schacht sein. Ich muss ja auch schon so aufs Klo mittlerweile. Ich weiß auch nicht, wie wir es machen. Entweder wir spielen jetzt nur noch bis hierher, bis wir gerastet haben. Oder wir machen noch ein bisschen länger. Wie dem auch sei, ich muss dann auf alle Fälle mal kurz Pause machen. So, hier. Stöckchen sammeln, nicht vergessen. Ich glaube, um 15 Minuten oder so kann man den Nebel dann nochmal treiben. Okay, hier geht's nicht weiter. Na, wir müssen links vorbei. In dem Gebäude aussitzen geht meines Wissens nicht. Den Nebel. Man hat ja auch gesehen beim Dark Walker, das ganze Aussitzen in dem Gebäude geht nicht. Bin ich jetzt hier richtig? Man kann sehr wenig erkennen durch die ganzen Nebel. Too heavy. Wir müssen uns eher... Ich laufe ein bisschen schief noch momentan. Wir müssen eher in die Richtung jetzt. Ja, nur 6 Tagebucheinträge ist aber gut gesagt, Terra. Wir brauchen jetzt noch 2 Stück und haben nur noch 20 Minuten plus die Viertelstunde dann. Hier rüber. Wie viele Wölfe sind denn hier noch, Leute? So, also offenbar ist das Zielvermögen bei diesem Schwierigkeitsgrad auch nochmal ein bisschen besser. Wie bei Stalker. Könnten schon wieder hinter mir grunzen. Schnell in ein Haus rein und dann entsprechend halt auch dort schlafen und dann gleich wieder raus. Ist halt mega stressig, ne? Ist halt mega stressig. Ich würde doch mal vielleicht so ein Zeichen zum Anlocken hier machen. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch hier dann ein bisschen verbleibt, ne? Dass er hier einfach ein bisschen stehen bleibt. Und wir dann wieder etwas Abstand gewinnen, bis er dann letztendlich das Zeichen gefunden hat und es dann kaputt macht. Wahrscheinlich pinkelt er darauf. Immer 100 Meter Abstand, typisch Fernbeziehen. Ja, auf Facebook wird es heißen, es ist kompliziert bei dem Status von uns. So, wir müssen mal in die Richtung. Ich kann leider nicht mehr sprinten aktuell. Kommt auch noch dramatische Musik. Aber das ist ganz gut, wenn wir jetzt hier abbiegen. Weil wir so wieder ein bisschen Abstand zwischen uns bringen. Wir müssen halt irgendwo jetzt megamäßig, keine Ahnung, 12 Stunden kurz mal rasten. Ganz schnell. Und dann in das neue Gebiet sprinten. So, hier müssen wir geradeaus, oder? Moment, müssten da nicht schon irgendwo jetzt hier die Häuser sein? Da ist die Tankstelle.
Dann gehen wir kurz in die Tankstelle. Da ist das Haus, ja. Ah, der kommt ja schon wieder, oder? Ich höre ihn doch schon wieder. Geh mal in die Tankstelle jetzt. Jetzt kann ich, ob man hier drin auch dann Zeichen setzen kann. Einmal kurz. Nee. Nee. Einmal kurz schlafen. That's not an animal. Aufheben. Sieht's aus? Okay, er ist schon wieder da. Nein, nein, nein. Keine Panik. Vertreiben. So, dann nochmal schlafen. Muss noch was trinken. Oh, ich kann wahrscheinlich wieder nicht schlafen jetzt, weil der wieder noch da ist, oder? Können wir noch schlafen jetzt vielleicht so ein paar Stündchen? Oh doch, ja, können wir noch. So, aufheben. Türe finden. Und nix wie weg hier. Oh, Leute, Leute, ich wollte aufs Klo gehen. Wir warten noch, bis wir oben ankommen. Ich werde mal ein bisschen laufen hier, damit wir nicht ständig Panik schieben. Ich habe das Gefühl, wir haben wieder sehr viel Gegenwind. Aber das kann jetzt auch täuschen. Ah, jetzt hat er das komische Zeichen kaputt gemacht. Also wir haben wieder Gegenwind, wie man hier sehen kann. Passend. Aber das heißt, er hat auch Gegenwind. Und er ist ja... Oh, okay. Von vorne und von hinten kommt jetzt hier Gefahr auf uns zu. Sehr enttäuschend. Ist auch ganz gemein, dass man in den Häusern keinerlei Schutz hat irgendwie. Ich meine, ist ja verständlich, aber trotzdem. Dass der da hier einfach rein kann. So, und jetzt muss ich herausfinden, wo wir da am besten dann ab biegen. Also bei Stalker brauchst du, glaube ich, schon ein, zwei Schüsse mindestens, um den dann, zwei, drei Schüsse mindestens, um ihn zu töten. Es kommt immer darauf an, wo du den triffst. Also wir müssen da vorne, müssen wir dann hochgehen. Hätten wir vielleicht auch hier durch, aber das war mir jetzt zu gefährlich. Wahrscheinlich können wir da gar nicht hochlaufen. Oh. Dann würde ich nämlich sagen, hier vorne an der Abzweigung werde ich nochmal ein Unlock-Symbol hinsprühen. Gehen schön im Windschatten, fantastisch. Es friert momentan auch nicht. 11 Minuten noch. Kommt der Nebel denn instant? Also kommt der sofort oder kriecht der an uns irgendwie hoch dann? Weil dann müssten wir das Zeichen... Natürlich irgendwie zwei Minuten vorher oder so müssen wir das dann wahrscheinlich schon setzen. Wie sieht's aus? Ja, noch ein Stückchen. Aber schön, dass wir hier immer schön im Windschatten laufen können. Das ist schon mal gut. So, jetzt werde ich hier mal kurz nochmal ein Zeichen hinsetzen. Das Zeichen der Liebe kommt hierher, damit es eher angelockt wird. Und wir gehen aber jetzt hier den Weg hoch. Und ich hoffe, dass das der richtige Weg jetzt ist. Ja, aber haben wir dann noch Zeit nach den 10 Minuten? Oder können wir noch darauf reagieren? Oder müssen wir bei einer oder zwei Minuten sofort dann... das Signal noch, das Zeichen noch hinsetzen. Das ist die Frage. Weil ansonsten, wenn wir dann noch Zeit hätten und er quasi irgendwie, wo auch immer her, er auf uns zukriecht,
dann würde ich mir das Zeichen noch sparen, wenn wir vielleicht es schaffen, in die nächste Region zu kommen. So, wie sieht's aus? Also, wir sind auf gutem Weg. Ich würde da aber jetzt gar nicht großartig was riskieren dann. Wenn wir es nicht schaffen, nach 2-3 Minuten. Wo müssen wir denn hin? Sind wir noch richtig? Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu weit unterhalb. Da wird ihm ein bisschen langweilig momentan. Ich glaube, nee, hier ist nicht richtig. Wenn wir uns halt jetzt hier verlaufen, dann habe ich ein Problem, was ich wahrscheinlich nicht mehr lösen kann. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie noch zu weit unterhalb. Vielleicht hier hoch. Nicht richtig, nee. Oh mein Gott. Okay, da ist ein Schild, das ist gut. Hier müssen wir hoch. Alles in Ordnung. Euer Guide hat euch mal wieder den Weg gezeigt. Und ihr wisst, wohin ihr müsst. Einfach mir nach. Einfach mir folgen. Okay. Ich bin gespannt. 8 Minuten, damit wir durch die entsprechenden Übergang kommen, wäre eventuell machbar. 7 Minuten. Das wäre eventuell machbar. Einmal schnell noch Feuer anzünden. Und dann laufen. Wir haben wieder ein bisschen Energie jetzt. So, wo ist der Eingang? Da ist er. Hier nicht raus. So, laufe er wie der Wind. Wie sieht's aus? Können wir. Oh, null. Alles gut. Alles gut. Perfekt. Komischerweise ist der Pfeil jetzt hier unten. Wir müssen aber eigentlich irgendwo hier oben sein. Ah, alles gut. Passt. So, wir laufen mal hier durch. Ah ja, wieder etwas entspannt. Oh, Gewehrmunition können wir ganz gut gebrauchen. Hier geht's leider nicht rüber. Da bin ich natürlich absichtlich falsch gelaufen gerade eben. Bin falsch abgebogen. Um mir die Gewehrmunition gleich mal zu holen. Mit. Ich würde sogar jetzt hier dann nochmal schlafen. Weil es hier auch noch einigermaßen warm ist. Too much stuff to carry. Stell dich nicht so an. Du bist ein gestandenes Mannsbuid. Du kannst ja hier wohl die Sachen tragen. So, 4 Stück Kohle soll mal reichen für ein Notfeuer. Ja, was machen wir denn jetzt? Sollen wir jetzt noch ein bisschen weiterspielen? Was meint er denn? Oder sollen wir zu Layers of 4 wechseln? Ich bin da relativ
offen, was wir da als nächstes machen. Wir hätten jetzt noch zwei Lagerfeuer, die wir finden müssen. Und ansonsten wäre aber auch kein Problem jetzt für mich, dass wir noch jetzt wechseln und Layers of Fear angehen. Ja, oder schreibt einfach, brauchen wir ja keine Abstimmung machen, schreibt es einfach in den Chat mal kurz, was er so meint. Long Dark noch weitermachen oder Layers of Fear angehen. Könnt ihr ja mal kurz schreiben. Ich werde mal eine Pause machen und werde mal kurz aufs Klo gehen jetzt dann. Und ja, ich habe halt gesagt, dass wir ab 8 Uhr Layers of Fear spielen. Und wenn jetzt doch Leute jetzt reinkommen, die vielleicht wegen Layers of Fear jetzt reinkommen, ist ja vielleicht auch ein bisschen doof dann, dass man das dann noch nicht spielt. Deswegen hätte ich jetzt fast gesagt, wir spielen Layers of Fear. Wie zum Beispiel Graf Walros hier, genau. Müssen wir noch was essen? Was trinken müssen wir noch? Ich werde mal das dreckige Wasser trinken, das wird schon gut gehen. Was würde dich interessieren? Dietzel? Hä? Sind wir schon fertig? Nee. So, aufheben. Wir sind komplett ausgetrocknet. Knapp 2 Liter. Bräuchten mal wieder eine Kloschüssel, ne? So, jetzt muss ich mal kurz schauen, wann der hier speichert. Ich glaube, ich muss da nochmal reingehen. Genau. Jetzt hat er gespeichert und damit würde ich sagen, werden wir in dieser Dunkelheit The Long Dark für heute beenden. Es war eine sehr schöne Challenge bisher. Ich werde das wahrscheinlich offline noch ein bisschen weiterspielen, damit ich eventuell die 2 Lagerfeuer noch bekomme. Und die Challenge noch erfolgreich fertig machen. Fand ich sehr schön, sehr aufregend. Ein bisschen ein Ticken fast zu stressig jetzt für mich. Aber es ist halt eine Halloween-Challenge. Also von daher, ja, haben die Entwickler das schon ganz gut gemacht. Hat mir sehr gefallen.